Also gestern habe ich gedacht, ich will nur eine gute Stimme haben und dann auftreten können. Und das war mein Ziel. Und heute habe ich gedacht, ich will nicht ganz verkacken. Und dann ist das hier irgendwie passiert. Bei den Landesmeisterschaften im Poetry Slam kommen dieses Jahr die 39 besten Poetinnen und Poeten aus dem gesamten Land NRW zusammen und kämpfen um den Titel des neuen NRW-Meisters oder der neuen NRW-Meisterin. Man kommt zusammen, man diskutiert, man lernt auch neue Leute kennen, man hört neue Texte und sieht neue Poetinnen und Poeten und man sieht halt auch so ein bisschen, was so gerade qualitativ so im Land passiert. Ja, anderthalb Stunden, dann geht meine Vorrunde los. Die Anspannung so noch ist okay. So, das ist Medium bei der Meisterschaft. Ja, dann gibt es eine 0,0. Und die einzige Zahl, die von diesen Komma-Dingern abweicht, ist die 10. Die Poetinnen und Poeten treten jetzt in 4 Vorrunden gegeneinander an. Und am Ende gibt es ein Finale von 12 Leuten im Schauspielhaus morgen. Und ja, dann haben wir einen neuen NRW-Meister oder eine neue NRW-Meisterin. Im Endeffekt ist das ja auch nur ein Slam, aber mit besonderen, ja, wie soll ich sagen, unter besonderen Umständen irgendwie dann halt, ne? Ja, jeder hat Bock auf den Tag im Jahr, wo geballert wird, wo die Leute weiterkommen wollen auf jeden Fall, um dann irgendwie im Schauspielhaus zu stehen und ja, einfach wie immer machen, ne? Und dann wird das schon gehen. So ist dies hier reingeflutscht. Ja! Wie ist die Stimmung so bisher? Ja. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Zug vorbei. Okay. Die Stimmung ist super, die Leute sind super nett, hier hat jeder Respekt voreinander, es gibt kein blödes, kein Locker-Room-Talk oder so und alles cool. Alles super, alles toll. Ich kann gar nicht genug Lobpreisungen. Lobpreisungen für euch, das ist fantastisch. Das war's auch schon, danke. Läuft gut, ne? Wir sind sehr gut vorbereitet. Keiner weiß wieso. Beziehungsweise doch, wir wissen schon wieso, weil wir sehr, sehr viel gearbeitet haben. Und ich mache mir eigentlich eher so ein bisschen Sorgen, dass nichts schief läuft. Keine Ahnung. Finale ist ausverkauft, Vorrunden sind sehr gut gebucht. Läuft. Im Briefing für die Starter und Master und so stehen die Nummern von den 3 Wortlaut-Ruhr-Jungs, die man anrufen soll, um Lob zu äußern. Meine steht da, um Kritik zu äußern. Ich habe noch keinen Anruf bekommen. Weiß nicht, das ist gut, glaube ich. Thank you.
Also ich habe gerade noch einen Text gekürzt. Ich nehme einen relativ neuen Text, den ich noch nicht so oft gemacht habe, aber ich habe da ziemlich Lust drauf. Deswegen bin ich gespannt, wie das wird. Also auf der Bühne ist es präsenter, weil wenn man nur schreibt und es dann auf Papier hat, dann legt man es weg und dann ist es in irgendeiner Schublade. Aber wenn man dann auf der Bühne steht, dann denkt man sich, ich stehe hier und ich muss dafür einstehen, für das, was ich gerade sage. Da muss man sich halt sicher sein, was man da macht. Wir folgen den altbekannten Regeln des Poetry Slams. Jeder und jede, der hier auf die Bühne kommen werden, hat 5 Minuten Zeit, um einen selbstgeschriebenen Text vorzutragen. Die Worte, die die Welt erschaffen, sie gehören euch. Lasst hören, was ihr zu sagen habt. Und ihr Name ist Henrike!